Ja, und da wollen wir uns auch mal anhören, was im Radio stattfindet. Damit willkommen zurück bei The Survey. Downstairs, ist es dieses Radio? Nö. Welches Radio sollen wir denn anschalten? Ja, und ich habe das Spiel jetzt einfach auch mal ein bisschen lauter gedreht, bin ich ganz ehrlich. Weil es waren zwar schon ein paar Geräusche im Hintergrund, die hat man aber nicht so wahrgenommen. Oh, fick dich. Fick dich. Alter. Ich hoffe, das war jetzt laut genug. Also sie hat gerade geschrien wie so eine Gestörte. Ich hoffe, es war laut genug. Ich weiß es nicht. Aber ich drehe mich extra mal weg. Ich will gar nicht wissen, was in der Tür ist. Lilith Note 2. Ich bin irgendwie traurig. Ich meine, ich bin gerade mal 15 und Mom und Dad tun mein komplettes Leben einfach nur auf das Malen beziehen. Und ja, das ist echt verrückt. Sie fragen mich stundenlang, ob ich denn gemalt habe und dass ich denn malen sollte. Und ich habe noch nicht mehr wirklich Bock darauf. Ich habe keine Lust und ich meine, ich mag es, die Violine zu spielen. Aber ich bin zwar nicht so gut darin im Spielen von der Violine, aber es macht wirklich Spaß. Und beide meine Eltern drücken mich einfach in dieses verdammte Malen-Kramzeug rein. Naja, sie haben beide ihre Jobs aufgegeben, nur um sicher zu gehen. Both just to pursue this because it appears to make them a lot of money. Achso, ja, genau. Sie haben beide ihre Jobs aufgegeben, nur da, um mich weiter in dieses Malen-Ding reinzudrücken, weil es macht ihnen sehr viel Geld, es bringt ihnen sehr viel Geld ein. Sie haben mich niemals gefragt, ob ich das überhaupt machen möchte. Ich meine, ich habe ja nicht wirklich die Wahl, was anderes zu machen, außer halt weiterzumalen. Naja, vielleicht sollte ich, I make an excuse. Oder vielleicht soll ich den Versuch starten, einfach mal Nein zu sagen. Ich hoffte, sie würden sich mehr um Markus kümmern. Ich meine, er hat so viel erreicht und er ist wirklich gut in der Schule. It was Christmas the other week. Ja, und in der anderen Woche war es Weihnachten und, ja, super, Weihnachten ist ja auch bald. War Weihnachten und wir hatten etwas mit der Familie zusammen. Und Markus hat so grimmig geschaut, er war so alleine. Er hat nicht mal ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Naja, außer mir natürlich, ne? Ich habe ihm was geschenkt. Fühlt sich fast so an, als würde er für niemand anderen existieren. Ich fühle mich so schrecklich. Genauso Dad hat mit dem Trinken nicht aufgehört, sondern hat noch weiter getrunken und viel mehr getrunken. Ich meine, er hat schon immer ein paar Trinks getrunken. Aber es wird mehr und mehr und ja, er wird manchmal verrückt. Lilith. Boah, das in Verbindung mit diesem Blut an dem Boden. Boah. Nein, wir haben den Song nämlich nicht bekommen. Wir erinnern uns nicht, was passiert ist. Erinnerst du dich, was mit deiner Familie passiert ist? Nein, ich krieg gerade Gänsehaut. Die Schreie, kannst du sie hören? Ja, wir haben die Schreie gehört. Nein. Nein, wir haben sie noch nicht gesehen. Sie hat dich beobachtet. Hast du ihre Augen auf dir gespürt? Das haben wir. Turn around. Hörst du die Fußschritte? Nein. Error 82997. 82997. Boah, ich habe mich vor meinem eigenen Schatten gerade erschreckt. Error 82997. Was hat es damit auf sich? Mom! Okay, warte mal. Wie geht es euch beiden? Ich weiß, es muss schwer für euch sein, auf dem College mit der Arbeit und euch um Lilith zu kümmern. Ich bin gerade im Hotel und morgen treffe ich einen Klienten von mir. Ich sollte in einer Woche zurück sein. XXO, Mom, Küsschen, Küsschen. 89264. Hä?
Help, please. Attempt Nummer 8964. Was hat's mit 82964 auf sich? Hä? Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Oh, ein Schlüssel. Ist der Schlüssel vielleicht für unten für die Tür, die nicht aufging, wo das Blut jetzt ist? Lilith 02. Ich hasse es zu malen. Mom und Dad wollen, dass ich mindestens in einer Woche einen Weg beende. Es kostet mich 8 bis 12 Stunden am Tag. Nur um die Quote zu erfüllen. Und zusätzlich soll ich noch zur Schule gehen? Ich habe versucht, meinem Vater zu sagen, dass er die Dinge doch ein bisschen langsamer angehen soll. Aber er wollte nicht hören. Heute habe ich versucht, den beiden gegenüberzustehen. Ich habe versucht, ihnen zu erzählen, dass ich nicht die richtige Farbe von Rot hatte. Und es wäre nicht möglich, das Bild so zu beenden. Naja, aber ich habe es trotzdem getan. So, also hast du nicht die richtige Farbe von Rot. Du konntest den Alkohol in seinem Atem riechen. Er hat Markus genommen und hat angefangen, ihn zusammenzuschlagen, bis das Blut von seiner Nase heruntergequollen ist und sogar über seine Lippen runtergelaufen ist und er angefangen hat zu weinen. Er hat Markus auf den Boden geworfen und hat weiter auf ihn eingeschlagen, hat weiter auf ihn eingetreten, bis es nur noch eine blutige Lache war. Er hat eine Kanne, also eine Tasse voll Alkohol genommen und hat es über Markus geschüttet. Mom hat nur ein Auge zugedrückt und hat das Blut aufgewischt. Markus saß da so gut wie benommen für eine ganze Weile und ich habe ihn in sein Zimmer getragen. Er hat nichts gesagt. Das Einzige, was er getan hat, war, dass er hat gelächelt. Mit einem weiten Grinsen auf seinem Gesicht. Und ich bin die ganze Nacht mit ihm wach geblieben, bin bei ihm geblieben, bis er eingeschlafen ist und habe ihm das Buch mit den Autos vorgelesen, Lilith. What the fuck is going on here? Ja, nee, den machen wir ganz schnell aus. Nö, den machen wir ganz schnell aus. Sie mag das Geräusch ja nicht. Wer auch immer, aber die Person mag, also das Ding, Wesen, keine Ahnung, was es ist, mag das Geräusch nicht. Oh, what the fuck is going on here? Ich schätze mal, dass es irgendetwas mit der Familie zu tun hat. What? Oh. Oh, ist mir die Aufnahme abgeschmiert. Bis gleich. Ja, willkommen zurück bei The Survey. Die Aufnahme ist mir, wie bereits erwähnt, abgeschmiert. Es hat sich ein bisschen was getan. Hier zum Beispiel steht hier oben ein Engel. Ich habe mal geguckt, wir haben nicht alle Notizen, die wir vorher hatten. Ich glaube, es hat so an bestimmten Punkten hatte es gespeichert. Oder auch nicht. Hä? Ah, jetzt müssen wir es wieder unlocken. 82997 Enter. Ah, okay, super. Aber okay, das hat sich zumindest hat sich das gespeichert.
Zumindest hat das. Aber ihr seht ja viele andere Dinge. Der Engel zum Beispiel steht aus irgendeinem Grund oben. Die Tür ist immer noch nicht offen. Also ich weiß, ehrlich. Okay, wieder haben wir das Schreien. Okay, das haben wir. Ja, ja, ich weiß. Das haben wir ja schon beim letzten Mal gelesen. Ich habe gerade echt Panik bekommen. Genau. So, und jetzt mussten wir hoch in irgendeinen Raum, glaube ich, hinten links. Wenn der Engel uns durchlässt. Schön. Und mussten nämlich den Schlüssel holen. Genau. Da haben wir jetzt den Schlüssel. Und der war für unten. Da hat die komische Frau hier vorhin gestanden. In der letzten Aufnahme. So, mit dem Schlüssel können wir jetzt das Ding aufmachen. Genau, und da hatten wir die nächste Note. Documents war ja die Lilith Note. Mit den Cars und Autos, wo es den Vater zusammengeschlagen haben. Und ich tue das einfach mal wieder ausmachen. Da wir ja wissen, dass die Dame scheinbar aggressiv darauf reagiert. Und aus dem Radio kommt doch jetzt endlich der Sound, der beim letzten Mal scheinbar nicht kam. Und ja, hier steht wieder der Engel im Weg. Ja, und jetzt gehen wir einfach mal hoch und gucken, was die Dame da oben macht. Die hat da ja gestanden. Was passiert jetzt? Ist da reingelaufen. Okay. Eine neue Note. Death of two siblings. Zwei Geschwister. Zwei Körper wurden gefunden, während ein Feuer ausgebrochen war in einem vorörtlichen Haus an einer lokalen Elementary School. Das Feuer startete spät in der Nacht und wurde erst durch die Nachbarn bemerkt. Einer von den Nachbarn hat den Vorfall halt eben gemeldet. Also Namen wurden noch keine, ja, bereit, also rausgegeben, released. Rausgegeben, ja, ich weiß, es tut mir leid, rausgegeben. Aber die Leichnamen, also die Opfer wurden identifiziert als Bruder und Schwester im späten Teenageralter. Wahrscheinlich wie, also der Markus und die Lilith. Die zwei waren alleine zu Hause, als ihre Mutter auf einem Business-Trip war. Der Bruder ging zur Highschool und arbeitete nebenbei noch in einem, ja, Lebensmittelladen. Als das Feuer startete... Okay. Wie auch immer das Feuer startete, ein Brandstiftung wird, glaube ich, ausgesetzt. Okay. Also in Bezug auf, ja, Nachforschung hat sich ergeben, dass scheinbar eine Kerze, die umgefallen ist, hat die Tragödie, ja, gemacht. You know what I mean. Okay, das heißt, die beiden sind tot, oder wie? Problem ist, will sie uns töten oder nicht? Will sie uns töten oder nicht? Sie kommt näher. Okay, es kommt näher. Kann ich bitte? Es kommt näher, es kommt näher, es kommt näher. Alter. Das hat uns niedergestochen. Boah, bin ich gerade erschrocken. Leck mich doch am Arsch, Mann. Boah. Was ein Jumpscare. Vor allem, ich habe gedacht, wir müssen uns irgendwie an die vorbeischleichen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so plötzlich losrenne. Oh. Asozial. Asozial. Okay, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Haut rein.